Wir standen gerade im Bad, als meine Frau das Fenster rausgeguckt hat und geschrien hat, da draußen brennt, da ist über Rauch. Und dann hat schon die Polizei geklingelt. Wir sollen bitte das Haus verlassen, wir werden evakuiert, es brennt draußen. Und dann sind wir raus, ich bin raus in den Garten und da habe ich gesehen, dass beim Nachbarn lichterloh brennt. Der erste Gedanke war, dass ich durch den Garten direkten Zugang habe ans Haus, dass ich helfen wollte zu löschen. Heute hat mein Schlauch ausgerollt, aber dann kam schon die Feuerwehr durch den Garten. Ein ganz mulmiges Bauchgefühl ist schon da, A, wegen dem Rauch und die Distanz ist dann doch nicht so weit, 20 Meter entfernt, die großen Flammen. Aber es scheint alles im Griff zu haben mittlerweile. Mittlerweile sieht es auch so aus, als ob es aufs Nachbarhaus übergegriffen hat. Wir haben zumindest beide aufgemacht. Es war ein alleinstehender älterer Herr. Dem geht es allerdings gut, den haben sie rausgekriegt rechtzeitig. Ja, wir sind hier in Ödlingen, im Ortsteil Ödlingen, in der Haldenstraße. Wir sind so alarmiert worden zu einem Gebäudebrand, zu einem Gebäudevollbrand. Bereits auf der Anfahrt haben wir starke Rauchentwicklung gehabt, haben dann dementsprechend auch schon auf der Anfahrt die Alarmstufe erhöhen lassen. Die erste Lage vor Ort nach einem Kunden vom Einsatzleiter war so, dass wir ein Gebäudevollbrand hatten, über 2-3 Stockwerke, offener Dachstuhlbrand. Es war eine Person noch am Gebäude, wo mit Verletzungen, wo dann vom Rettungsdienst übernommen worden ist. Es waren sonst keine weiteren Personen mehr im Gebäude. Wir haben dann einen massiven Löschangriff gestartet, zum einen von der Innenseite, aber auch im ersten Moment eine Riegelstellung, um die umliegenden Gebäude zu schützen, dass der Wärmeübergang nicht auf die andere Gebäude überspringt, dass wir hier sofort die Maßnahmen eingeleitet haben mit der Drehleiter, mit dem Wenderohr, dass wir hier aktiv die Gebäude drumherum geschützt haben und dann uns nach kurzer Zeit dann den Innenangriff hier mit massivem Kräfteeinsatz dann zugewandt haben. Ja, das ist von vorne, denkt man, es ist nur ein Gebäude, aber das sind zwei Gebäude, der Anbau. Und die Schwierigkeit bzw. die Besonderheit ist folgende, dass die Dachkonstruktion vom einen Gebäude ins andere Gebäude überläuft. Somit ist praktisch das Feuer, bis wir bereits da waren, über die Dachkonstruktion auf das andere Dach übergegriffen, über diese verschiedenen Holzbalken, weil das eben als ein Gebäude zählt und später oder irgendwann mal angebaut worden ist dementsprechend. Ja, weiter geht es jetzt insofern, dass wir noch massiv Glutnester in dem Innenbereich, im Dachbereich haben. Wir müssen jetzt von innen die Dachhaut öffnen. Die ganze Isolierung, die Vorsatzschalung muss demontiert werden, die Glutnester müssen abgelöscht werden. Also wir denken, dass wir hier bestimmt noch mal so 2-3 Stunden Nachlöscharbeiten haben. Die Feuerwehr Kirchheim waren alle 5 Abteilungen waren in den Einsatz involviert. Wir waren mit 16 Fahrzeugen vor Ort und 72 Mann. Wir haben verschiedene Kräfte auf den Wachen noch gehabt und haben am Anfang mit mehr Fahrzeuge auch hier, weil es mit der Wasserversorgung aufgrund der Schneeverhältnisse und der Eisverhältnisse sehr schwierig war, haben wir hier noch zusätzliche Tanklöschfahrzeuge angefordert, um eine sofortige Wasserversorgung sicherstellen zu können.